Und weiter geht's mit Let's Play SpongeBob Schwammkopf Schlacht Bikini Bottom für die PlayStation 2. So, in der Gulagoon sind wir erstmal fertig. Moves gefunden haben wir immer noch nicht. Und ja, jetzt habe ich einfach mal Lust, ein neues Level zu betreten. Und zwar haben wir jetzt genug, um in diese Stage zu gehen. Um das... Es glänzt! Es glänzt! Um das Poseidon zu betreten. Okay, dann gehen wir mal ins Poseidon. Was auch immer das Poseidon sein soll, wir werden es gleich erfahren. Ihr seid hier, damit ihr euch einer großen Herausforderung stellen könnt. Ich habe Nerven aus Stahl und Muskeln aus Sand. Und Augen aus Gelee. Ein mächtiger Feind ist in meinen Poseidon eingedrungen und ihr müsst ihn besiegen. Bringt ihn her, Eure Exzellenz. Bringt ihn her. In diese Ecke, Verteidiger des Poseidons. Ein kleiner Quadratjunge. Und sein Herausforderer, ein monströser Roboter, der wie ein Eichhörnchen aussieht. Schau, eine Giraffe. Oh, ja, den kenne ich. Das ist doch hier aus der Game Advance-Fassung der. Boah, ist der in Wahrheit riesig. Es sieht so aus, als ob der Roboter jetzt verwundbar wäre. Danke für den Tipp, werter Reporter. Okay, wir müssen also hinlocken und ihn dann irgendwie treffen. Das wie? Aua. Okay, ich glaube... Na, so wird SpongeBob bestimmt nicht gewinnen. Wie soll ich den denn besiegen? Okay, erstmal rausfinden, wie wir ihn treffen können. Aha! Der Schwanz ist also der Schwanz ist also die Schwachstelle. Kumpel, ich hab deine Schwachstelle durchschaut! Ob der Roboter Schmerzen empfinden kann? Glaube ich kaum, denn er ist eine Maschine! Okay, das war schlecht getimt. Der Roboter sollte seine Taktik ändern und... Ich will spielen, ich will spielen! Hedwig, wir spielen hier nicht. Wir kämpfen um unser Leben. Ich will spielen, ich will spielen, ich will spielen! Oh, okay. Okay, Patrick will also auch mal ran. Also auch mal ran. Okay, dann müssen wir das Ganze jetzt also mit Patrick lösen. Wow, was macht er jetzt? Wow! Der alte Wäscheleinen-Move. Das konnte er in der Game Advance-Fassung aber nicht. Der Roboter hat seinen Kopf verloren. Ich glaube, dass... Ah! Ich verstehe, muss ihn bestimmt in den Strom reinschmeißen. Verstehe. Okay, also in den Strom. Okay, jetzt macht er wieder seine Sprungfederattacke. Und jetzt macht er bestimmt gleich seinen Move, oder? Au, das war schlecht getimt. Jetzt muss ich doch meine Energie nachfüllen. Okay, und jetzt... Scheint so, als ob Patrick hier eine große Chance hat. In den Strom! Ein Treffer von Patrick. Epischer Kampf. Wer wird wohl gewinnen, der Roboter
oder Patrick. Aber ich muss sagen, das macht den Kampf gegen diesen Roboter noch um einiges genialer. Das ist ein richtig geiler Bosskampf gerade. Macht auch richtig Spaß. Komm nochmal. Ab mit dir in den Strom. Oh, ein schöner fliegender Kopfdings-Move von Patrick. Kopfdings-Move. Okay, jetzt macht er das. Und dann macht er, ja, das. Komm, rein in den Strom mit dir. Rein in den Strom. Wow, ich habe noch nie so einen elektrisierenden Kopf gesehen. Das war lustig. Du bist dran, SpongeBob. Oh, ah. Okay, Phase 3 des Kampfes. Noch dreimal treffen und dann scheint er, wow, K.O. zu sein. Jetzt rastet er ja richtig aus. Ah, ich seh's. Nein! Cut. Ich sollte mir vielleicht merken, dass nachts aufzunehmen wesentlich störungsfreier ist. So, full life again. Ja, ich habe es gesehen. Und so langsam wird er, glaube ich, sauer. Ich bin gespannt, was nach diesem Bossfight kommt. Bin echt mal gespannt drauf. Noch zwei Treffer und der Boss ist down. Dieser Kampf ist bald vorbei. Noch ein Treffer. Und das war's. Irgendwie, wenn da zwei sind, ist es schwerer, ihn da zu treffen. Komm schon. Was für ein hervorragender Kampf! Sag ihm, was er gewonnen hat, Johnny. Es ist ein neuer Move, die Seifenblasenkugel. Aber es gibt noch mehr, einen goldenen Pfannenwender. Und das ist noch nicht alles. Ein Geschenkgutschein über $5.32 in Dienstladen für Meeresfrüchte. Oh, vielen Dank, es bedeutet mir so viel. Ich habe mir geschworen, nicht zu weinen. Weine so viel du willst, aber nicht hier. Hier wurde gerade sauber gemacht. Den Seifenblasen-Move, damit können wir doch bestimmt jetzt so einiges machen. Hey, Plankton. Ja, was ist? Ich habe mich nur gefragt, warum alle Roboter aus dem Abfalleimer zu kommen scheinen. Sind sie? Das habe ich gar nicht bemerkt. Ja.
Und da ist noch dieses große Neonschild, auf dem Roboter Hauptquartier steht. Ich bin doch dein Freund, SpongeBob, oder? Nicht wirklich. Richtig. Und als dein Nicht-Freund mache ich mir über dich Sorgen. Wie gerade jetzt. Du denkst zu viel. Ich habe Angst, du könntest dich selbst verletzen. Mach dir keine Sorgen, SpongeBob. Ich werde für dich denken. So kannst du dich nicht selbst verletzen. Und du kannst daran arbeiten, mich zum Abfalleimer zu bringen. Danke, Plankton. Du bist der beste Nicht-Freund, den man haben kann. Ich werde nicht mehr denken. Ah, SpongeBob. Ja, das Areal hat sich erweitert. Dann sind sie mal schon in Abfalleimer. Nicht denken, nicht denken. Beeilung! Und jede Menge Sachen hier. So, da hinten geht's zum Brockbottom. Okay, da kommen wir rein. Da gehen wir gleich rein. Da ist Polizeistation. Was macht das hier? Ich zeige dir nun, wie man eine Seifenblase macht. Drücke, während du läufst, diese Taste, um eine Seifenblase zu erzeugen, mit der du Roboter aus sicherer Entfernung angreifen kannst. Wow! Vergiss nicht, dass der Seifenblasenangriff nur bei Sachen funktioniert, die sich in der Nähe des Bodens befinden. Verstanden. Okay, das kommt mir von der Game Advance-Version bekannt vor. Testen wir's mal. Und natürlich ist es hier noch ein Zacken epischer gemacht als in der Game Boy Advance-Fassung. Gut, dann brauchen wir 40. Da geht's auch zum Abfalleimer hin. Es glänzt. Was haben wir hier drin in der Polizeistation? Mal schauen. Roboterfahrungssystem von Nord. Erfahrungssystem. Okay, was haben wir hier? Ach, hier können wir uns Infos holen über die ganzen Roboter. Gut, das ist auf jeden Fall interessant. Die Schreibmaschine. Kenn ich von Resident Evil noch. Okay, das hier scheint eine Roboter-Informationsstelle zu sein, in der wir uns Infos holen können über die Roboter an sich. Moment mal, Brockbottom? Brockbottom. Ist das tatsächlich das, was ich vermute, dass es ist? Moment, können wir da was machen? Oh, bestimmt noch was machen mit dem Ding. Nee, leider nicht. Brockbottom, okay. Ich möchte es gern mal sehen. Ich glaube, ich ahne, was das ist. Ist das aus dieser Folge? Ist das echt aus dieser Folge? Willkommen in den dunklen Tiefen von Rockbottom. Heimat von merkwürdigen Kreaturen. Ach, Rockbottom. Und Souvenir-T-Shirts. Oh, SpongeBob, ob du es glaubst oder nicht, ich bin froh, dich zu sehen. Ich bin auch froh, hier zu sein, Mrs. Puff. Die Roboter haben unbezahlbare Kunstwerke aus dem Museum gestohlen. Bring sie mir alle zurück und du bekommst von mir einen goldenen Pfannenwender. Was wollen sie denn mit all diesen Kunstwerken machen? Stell keine Fragen, mit deren Antworten du nichts anfangen kannst. Die Aufgabe ist schon so gut wie erledigt. Creepy. Oh Gott. Ja, das ist die Folge. Das ist definitiv die Folge. Der Candy-Automat. Ich weiß die Folge noch ganz genau. SpongeBob stand drüben an der Bushaltestelle, will sich irgendwie Süßigkeiten holen und in dem Moment, in dem er
Ja, die Automat anguckt, ist der Bus da, dreht er sich um, fährt er wieder weg. Und so geht's immer weiter. So geht das immer und immer wieder weiter. Der Bus hat ihn die ganze Zeit getrollt. Und das ist eine richtig hammermäßige Folge. Ist absolut einer meiner Top-Lieblings-SpongeBob-Folgen. Überhaupt. Rockbottom. Der Ort der Freaks. Denn es ist tatsächlich ein recht merkwürdiger Ort. Denn die Typen, die hier zu Hause sind, also die Typen, ich meine, guckt euch mal an. Und vor allem, die labern auch richtig komisch. Ich weiß nicht, können wir es mal bewundern, wie die Typen hier reden? Sie haben nämlich eine ganz besondere Sprache entwickelt hier unten. Ja, hier in Rock Bottom hat man seinen eigenen Stand in den Spongebob nicht. Moment. Wenn Spongebob nicht. Plattform schützen? Nein, wenn Spongebob nicht schleicht. Oh nein. Ja, ich muss es machen. Ansonsten passiert das. Genau meine Größe. Das muss ich jetzt nicht ganz leicht machen, ansonsten. Ja, passiert genau das. Oh, ich habe gehofft, es nicht zu gebrauchen, aber ich muss es anscheinend gerade gebrauchen. Och nein, genau das habe ich geahnt. Schleichen. Das Einzige, was ich bei diesem Spiel ja am wenigsten kann mit dem Controller gerade, ist genau diese Funktion. Schleichen. Oh, der geht immer zu weit, mein Controller. Der geht immer zu weit. Der rastet zu weit ein. Ich muss das gerade mit meiner Kamera steuern. Plattform mach hinne. Nein! Oh, einen kleinen Millimeter zu früh und dann passiert sowas. Es sieht zwar lustig aus, wenn er schleicht, aber... ist gerade so ein bisschen nervig für mich. Ich kann einfach mit diesem Controller gerade nicht schleichen. Okay. Oh, schon wieder ein Stück zu weit. Ah, das geht doch so. Gut. Oder auch nicht. Okay, aber die erste Passage... Moment, schaffe ich die erste Passage... Passage so? Nee. War anscheinend gleich ein Glückstreffer. Och Mann, nein, keine Schleichstelle. Das war knapp. Oh Gott, geschafft. Ich muss schon sagen, für eine Seifenblase kommst du wirklich viel herum.
SpongeBob, die Roboter plündern das Museum von Rock Bottom und haben den Weg dorthin zerstört. Du musst dir etwas einfallen lassen, um einen anderen Weg zum Museum zu finden. Was ist, wenn ich mich selbst als Paket verschicke? Könnte klappen, aber mit Schleichen solltest du schneller dort ankommen. Gerade das, was ich gar nicht kann. Moment, kann ich den vielleicht außer Betrieb setzen? Diesen Roboter da vorn? Zeit für ein bisschen Schleichen. Moment mal. Ah, wenn der schläft, dann kann ich mich da vorbeischleichen. Ja, ich weiß, da habe ich gerade ein bisschen kalkuliert, den Treffer. Macht doch nichts. Da komme ich nicht ran. Mist. Und wieder hier. Na super. Ja gut, dann schleich mich da noch vorbei. Und dann soll es das gewesen sein für diesen Part. Natürlich trifft mich das noch. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.